Okay. Einen schnellen Hering. Einen schnellen Hering. Ich hab da einen schnellen Hering. Aber badababa. Alter. Der Meister will dein... Idiot. Idiot. So, da unten war auch eine Höhle. Da müsste ich eigentlich auch ein paar Echsenmenschen finden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal angeguckelt. Ich habe wieder den Zauber weggetan. Jetzt nicht schwere Wunden heilen, sondern da mittlere Wunden. Drachenei. Ach, zwei Dracheneier ineinander. So, lass ihn jetzt einfach drauf. Denk mal, ich hätte mir aber keinen schnellen Hering mehr holen. Sondern vielleicht eher Geschwindigkeitstränke noch gegen Ende. Okay, da ist nix. Ich finde das Schwert eigentlich richtig cool, vor allem mit diesem Edelstein da am Griff. Oder ehrlich gesagt am Ende der Parierstange. Werden sich wahrscheinlich viele fragen, was ist eine Parierstange. Die Parierstange ist eigentlich hier, wobei, nein, das ist eigentlich der... Da ist der Griff und die Parierstange ist das zwischendrin. Was das zwischen Klinge und Heft.
Sprich Griff. Das ist ein bisschen verwirrend. Oder sprich, der am Knauf ist er. Immerhin Spielen, die sich Drakenfang nennen. Also es ist nicht das komische Online-Game da, sondern das wirkliche. Das, da kann man beispielsweise auch, gibt es auch die Parierstange. Und hier den Knauf. Wenn man das zusammenfügt mit anderen Sachen, hat man ein Schwert. Das ist super. Normalerweise im meisten Spielen wäre es wahrscheinlich so, wenn man hier das die Parierstange mit dem Heft mit dem Knauf zusammenfügt, dann kriegt man hier so ein Heft. Also Heft ist da, wo der Knauf plus Griff mit Parierstange dran, ohne Klinge. Hey, du. Da muss man dann nur noch die Klinge drauf und dann zack. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Da du dich bereits einer anderen Gruppe angeschlossen hast, wird dir der Zugang verwehrt bleiben. Nein. Zeig mir deine Waffe. Zeig. Halleluja. Eins muss man dem ollen Iskarot lassen. Möge ihn. Das ist vieles im Angebot. Genau, ich kann auch zu Kronos gehen. Bei dem wollte ich ja auch mal vorbeigucken. Bei meinem Son, Bro. Kronos. Oh yeah. Na na dam. Muss mal schnell schauen. Ah ja, ich habe 6 Dracheneier schon. Das ist ja super. Ich denke mal, ich werde jetzt aber erstmal zum Großbauern. Und da gibt es in der Nähe auch noch ein paar Höhlen. Ich werde die da oben bei Dexters Banditenversteck erstmal abchecken. Oh, das sind Drachensnapper. Reden wir mal mit Kronos. Hey, du! Bring, was willst du? Schneide in die Läufe. Na, bla, bla. Oh, da kann ich gar nicht, komme ich gar nicht nach oben. Da geht's nach oben. Bin ich einfach mal in dem Aufgang vorbeigelaufen. So, wenn wir da jetzt so ein Suchender über den Weg läuft, ich raste aus, ja. Und wenn da oben noch einer steht. Okay, jetzt kommt mal dieses Geräusch, was ich mal in einer anderen Folge erwähnt habe. Sehr deutlich hören. Speichern, vielleicht ist hier eine ein. Ah ja, da ist er. Die Echsenmünchen. So, das war wieder ein erneutes Drachenei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Das Magier hat uns bestimmt gut. Da kann man sich immer so heilen.
glaube, man kann sogar hier in Gothic 2 eine Wassermagierrobe bekommen. Ist mir gerade so eingefallen. Beim Gothic 1 konnte man auf jeden Fall, so viel ich weiß, auch Wassermagier werden, wenn man Feuermagier war. Und dann später zum Dingens, noch zum Schwarzmagier. Das konnte man dann bei Xardas werden, hat man dann so eine Robe bekommen. Und, aber was ich richtig genial fand, da gab es so einen Dialog zwischen Xardas und dem Held. Und da hört man schon, wie die Skelette gleich gegen die Echsenmenschen kämpfen. Das wollte ich ja eigentlich mal säubern. Aber ich habe das nie gemacht. Zombie. Was? Und die machen auch noch den Skelettdingens tot. Und sie machen ihn tot. Wollte das gerade wirken. Da ist nichts zu holen. Nur ein Feldknöterich. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Und da liegen lauter Echsenmenschen. Ah ja, das ist ja noch einer. Okay. Lol. Ich renne mit der Fackel, mit einer Fackel, mit einer Fackel, Fackel, mit einer gefackelten Fackel.
habe mich eigentlich schon gefragt, warum ich da eigentlich jetzt runterlaufen will, wenn ich mich auch teleportieren kann. Oh ja, mehr Lebensenergie. Weiß ja gar nicht mehr, von wo das kam. Dieser Text. Was ich noch weiß, eins meiner früheren absoluten Lieblingswörter war einfach mal. Damit habe ich eigentlich manche Leute immer beschimpft, und zwar als Öko-Christen. Dieses Wort ist so genial. Du Öko-Christ! Sterbt, ihr Öko-Christen! Habe ich aus, ich weiß auch noch sogar von wo ich das her habe. Das habe ich aus The Battle of the Red 7. Das war so eine Herr der Ringe Verarsche. Das fand ich früher richtig genial. Wurde aber leider auf YouTube gesperrt. Wegen wegen lizenzierter Musik, sprich hier weil hier keine GEMA-freie Musik verwendet wurde, was ich sehr schade finde. Also der Kanal von dem guten Herrn The Battle of the Red 7 wurde auch leider gesperrt deswegen. Finde ich auch recht, wie schon gesagt, eigentlich recht schade. Da hätte bestimmt auch einiges an mehr an raushauen können. Und hätte auch einiges Potenzial dafür. Aber leider ist es gekommen, wie es ist. Die GEMA hat gesiegt und sein Kanal wurde gesperrt. Aber immerhin konnte ich mir die Videos noch runterladen und habe sie noch auf meinem PC. Darum ist ja alles safe. Da kann ich sie mir immer noch anschauen, hochladen werde ich sie wahrscheinlich nicht, weil ich will ja keine 10.000 Strikes riskieren. So, die Höhlen hier unten hätte ich jetzt abgearbeitet. Da hinten müsste Sagittas Höhle eigentlich sein. Wobei. Was ich jetzt machen will, ich hau mir wieder einen Geschwindigkeitstrank rein. Hä? Ha! In diese Gruft da hinten gehe ich noch später rein, wenn ich damit fertig bin hier mit den Dracheneiern. Nero, mich sausig bei den Fels. Ich bin Sausefuß. Im Faustesschritt. Im Schauscheschritt. Gerettet. Wir sind gerettet. Magische Miesmuschel. Sag ich da nur. So, die Höhle ist aber nicht gemeint. Doch nicht. Aber welche dann? Ich kenne sonst keine. Hier ist doch keine Höhle. Nee, da ist keine Höhle.